Hallo, ich bin Daniel. Ich arbeite seit 2012 bei der Diakoniestation des St. Johannesstifts. Ich arbeite gerne hier, weil ich tolle Kollegen habe. Wir sind ein junges, dynamisches Team und wir haben hervorragende Vorgesetzte. Komm du zu uns ins Team. Hallo, ich bin die Stacy. Ich arbeite seit 4 Jahren in der Diakoniestation des St. Johannesstiftes. Mir persönlich gefällt besonders, dass ich ganz nah am Menschen arbeiten kann und die Familienfreundlichkeit des Betriebes. Ich würde mich echt freuen, dich bald in unserem Team begrüßen zu dürfen. Ich heiße Benedikt und bin seit 2 Jahren hier in St. Johannesstift Diakoniestation tätig. Ich schätze die Diakoniestation, da ich die Pflege und Aktivitäten selber planen kann und gestalten kann. Ja, ich freue mich, wenn wir dich bald hier sehen können. Ja, hallo, ich bin die Andrea und ich arbeite jetzt schon seit 2003 in der Diakoniestation und habe die Funktion als Praxisanleitung. Ich muss sagen, mir gefällt es besonders gut bei der Diakonie, weil das Team einfach super ist, wie eine kleine Familie und ich bin schon sehr lange dabei. Meine Funktion ist Praxisanleitung und was ich so toll finde, ist, dass ich die Funktion auch ausleben kann. Ich darf mir die Zeit nehmen für meine Schüler und kann ihnen auch die Zeit geben. Da kommt mir ein Arbeitgeber mir sehr gut entgegen und die Schüler fühlen sich bei uns auch gut aufgehoben und ja, wir können eine qualitative Ausbildung anbieten und darauf bin ich auch richtig stolz und ich arbeite richtig gerne in der Diakonie und ich würde mich echt freuen, wenn du zu unserem Team dazustoßen würdest und uns noch ein bisschen verstärken würdest. Also bewerb dich bei uns. Hallo, mein Name ist Luis. Ich arbeite für die Diakoniestation, weil ich das Team sehr schätze und ich einen Vergleich habe, wie es auch in anderen Betrieben zugeht, zum Beispiel mit den Arbeitszeiten, mit den Doppeldiensten. Und ich habe meine Ausbildung erfolgreich hier absolviert und für mich war es halt keine andere Option, dass ich auch hier nach meiner Ausbildung arbeiten möchte.